2600 Poké in einem Dungeon gesammelt. Das ist ja auch mal was Schönes. Ja, wir haben es bis zum Gipfel geschafft. Dies ist der Berg der Vorzeit. Sieh mal, dort drüben. Kilian, was ist das? Ist das dort drüben Xatu? Entschuldige, bist du vielleicht Xatu? Hallo? Vielleicht ist er schwerhörig. Hallo! Hallo? Er ist zwecklos, er reagiert kein bisschen. Vielleicht ist er im Stehen eingeschlafen? Was machen wir denn jetzt? Kitzeln. Super Idee. Wie? Kitzeln? Gut, vielleicht ist das eine Möglichkeit. So viele Punkte. Das nützt nichts, Kilian. Er reagiert nicht. Hä? Endlich lacht er. Vielleicht ist er nicht gerade der Hellste. Ah! Werde Zeuge. Der Kreislauf der Sonne. Fürwahr, ich bin Xatu. Ihr habt meine wahre Identität erkannt. Ihr seid nicht gewöhnlich. Identität erkannt? Nun, das ist etwas übertrieben. Nein, ich weiß es. Du da. Du bist kein gewöhnliches Pokémon. Du bist ein Mensch, nicht wahr? Oh, woran hast du das erkannt? Jeden Tag schaue ich mit starrem Blick in den Himmel. Ich habe die Gabe, alles zu erkennen. Ich sehe die Vergangenheit und auch die Zukunft. Wenn du es weißt, dann sag es uns bitte, Xatu. Neben mir steht mein Freund Kilian. Eines Morgens ist mein Freund aufgewacht und er war ein Pokémon. Ohne Erinnerung an das Leben als Mensch. Xatu, kannst du uns etwas dazu sagen, oder? Bitte erzähl uns, was du weißt. Die Naturkatastrophen. In letzter Zeit gab es derer viele. Sie passieren, weil das Gleichgewicht der Welt ins Ungleichgewicht geraten ist. Du bist zu einem Pokémon geworden. Dies hängt untrennbar mit dem Ungleichgewicht zusammen. Warte, die Verwandlung von Kindern in ein Pokémon und die Naturkatastrophen hängen zusammen? Wie meinst du das? Was hat hier mit den Naturkatastrophen, die wir erlebt haben, zu tun? Wie hängt das zusammen? Warum schweigst du plötzlich? Bitte erzähl es uns, bitte! Wir müssen uns auf wichtigere Dinge konzentrieren. Ich befürchte, das Gleichgewicht der Welt, es muss wiederhergestellt werden. Oder das Undenkbare wird unsere Welt heimsuchen. Was? Meinst du das ernst? Die Welt? Das Undenkbare? Jeden Tag sehe ich es. Jeden Tag sehe ich dieselbe Zukunft. Ich fürchte sie. Xatu? Ich fürchte sie. Die Zerstörung der Welt. Die Zerstörung der Welt? Wer hätte das gedacht? Kilian ist ein Mensch? Das könnte vielleicht nützlich sein. Sehr interessant. Was der wohl wieder ausheckt. Aber wir werden sehen. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Kilian. Setzen wir unsere Arbeit fort. Vorher muss ich dich etwas fragen. Erinnerst du dich an das, was Xatu gestern gesagt hat? Bereitest du dir Sorgen? Wenn ich jetzt ehrlich antworten müsste, würde ich sagen nein. Aber weil ich mal jetzt so tue, als wüsste ich nichts von der Story, sage ich mal ja. Ja, das dachte ich mir schon, dass es dir Sorgen macht, Kilian.
Es gibt wohl eine Verbindung zwischen dem Ungleichgewicht der Welt und deiner Verwandlung in ein Pokémon. Aufgrund dieses Ungleichgewichts leiden wir unter Naturkatastrophen. Das Schlimmste ist, dass unsere Welt zerstört wird, wenn das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wird. Ich möchte etwas tun, aber eine Sache verstehe ich nicht. Also, das Gleichgewicht der Welt. Was ist das? Kilian, weißt du das, was das Gleichgewicht der Welt ist? Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Oh, das dachte ich mir. Du willst es auch nicht wissen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Gleichgewicht der Welt ist. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Ich denke, wir müssen tun, was wir können, aber eines nach dem anderen. Haben wir was im Briefkasten? Nein, haben wir nicht. Hä? Wovon reden die? Ja, ich bin schockiert. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das ist ja kaum zu glauben. Hallo, wovon redet ihr? Nun, ihr kennt doch die Volnona-Legende, diese alte Geschichte. Die Legende von Volnona? Was ist das für eine Legende? Was, ihr kennt sie nicht? Das ist doch dieses alte Märchen, dass man verflucht wird, wenn man von einem von Volnonas Schweifen berührt. Man hat immer gedacht, dass das nur eine Legende wäre, aber in letzter Zeit munkelt man, dass doch was dran sein könnte. Nun ja, es ist immer noch nur ein Gerücht. Ich an eurer Stelle würde darauf nicht viel geben. Ich persönlich halte ja gar nichts von solchen Gerüchten. Wenn ihr mehr über die Volnona-Legende erfahren wollt, solltet ihr das Pokémon namens Velsa besuchen. Es kennt die Geschichte gut. Velsa ist, ihr wisst schon, in seinem Teich. Besucht ihn, wenn ihr mehr wissen wollt. Oh, da sind wir mal gespannt. Ich kenne sie zwar schon, aber ihr kennt sie wahrscheinlich noch nicht. Hoho, ich soll euch von alten Legenden erzählen? Wie war das? Ich soll die von der Volnona-Legende erzählen? Ja, bitte. Hoho, also gut. Dann werde ich sie erzählen. Es lebte einst ein Pokémon mit Namen Volnona. Nun, Volnona hatte viele Schweife und jedem von ihnen wohnten psychische Kräfte inne. Es heißt, der Unglücksrabe, der einen von ihnen berühren sollte, würde für 1000 Jahre verflucht werden. Und tatsächlich hatte eines Tages jemand das Pech, einen Schweif zu berühren. Es war ein Mensch. Ein Mensch? Ja, ein Mensch. Wie zu erwarten, sollte dieser Mensch mit einem 1000-jährigen Fluch belegt werden. Aber als der Mensch vom Fluch getroffen werden sollte, schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Es opferte sich und wurde selbst von dem Fluch getroffen. Warum? Warum hat das Pokémon Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Für Gardevoir war dieser Mensch ein Partner. Und zwischen Menschen und Pokémon bestehen sehr starke Bande. Soweit so gut, aber Menschen, gibt es nicht gute und schlechte Menschen? Sehr richtig. Aus Mitleid mit Gardevoir fragte Volnona den Menschen. Es fragte, willst du Gardevoir retten? Doch der Mensch ließ Gardevoir im Stich und floh. Volnona war so enttäuscht von dem Menschen, dass es furchtbar wütend wurde. Und es sagte Folgendes voraus. Dieser Mensch wird eines Tages als Pokémon wiedergeboren. Wie bitte? Ein Mensch verwandelt sich in ein Pokémon? Und wenn dieser Mensch zum Pokémon wird, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Und so endet die Legende. Na, hat euch die Geschichte gefallen? Ihr fandet sie so interessant, dass euch die Worte fehlen. Was? Jetzt guckt doch nicht so ernst rein, ihr beiden. Es gibt zwar tatsächlich einige, die behaupten, dass diese Legende wahr ist, aber das ist wirklich nur ein altes Märchen, nichts weiter. Wenn ihr die Legende nochmal hören möchtet, dann kommt zu mir. So. So viel dazu, ne? Na dann, mal wieder zurück zum Alltag. Wir kaufen ein paar Partnerareale von dem ganzen Geld, das wir jetzt aus diesem tollen Dungeon gezogen haben. So.
So, dann holen wir uns noch das alte Labor. So, dann war's das war's dann damit. Und den Rest lagern wir mal ein. Könnten wir jetzt zwar mit dem ganzen Geld nochmal eins holen, aber egal. Oder wobei, holen wir uns noch eins. Was soll der Geiz? So. Dann holen wir uns noch das Gewitterplateau. Hat so einen schönen Namen. Ich mag Gewitter. So. Puh. Hast du eigentlich gerade wieder was Interessantes? Also ich verkaufe jetzt sowieso erstmal die 3 TMs hier. Ach, die kann ich nicht extra auswählen. Die muss ich einzeln verkaufen. Okay. Schauen wir doch mal, was du sonst noch so hast. Oh, Moment, ich glaube, die beiden hole ich mir mal. Den einen Star Orb und den zweiten nehme ich mir auch noch mit. Für später, wenn irgendwann die Monsterräume im Spiel sind. Weil Star Orbs sind für sowas einfach viel zu brauchbar. So, dann wollen wir doch mal einlagern. Eine Persifbeere könnten wir noch mal mitnehmen. Wenn wir denn noch welche haben. Ja, 8 Stück. Da. Eine möchte ich nur immer dabei haben. Für den Fall der Fälle. So. Das restliche Geld bringen wir noch einmal zu Snobilikat. So, dann. Sag mal, Kilian, sollen wir für heute Schluss machen? Irgendwie fehlt mir heute die rechte Motivation. Tut mir leid, ich wollte nach Hause, bevor wir unseren Job beendet hatten. Aber irgendwie fehlt mir die Motivation. Vielleicht, weil man mir die Legende erzählt hat. Ich werde nach Hause gehen und versuchen, ein bisschen Schlaf zu finden. Bis morgen dann. Da ist aber einer sehr besorgt. Es tut mir leid. Ich fange an dir zu zweifeln. Ich werde mir von nun an keine Sorgen mehr machen. Ich werde an dich glauben, Kilian, weil du ein Freund bist, so wie sonst keiner es ist. Du bist ein Freund, wie man ihn nur einmal im Leben findet. In Ordnung, lass uns morgen wieder unser Bestes geben. Schon wieder? Da ist wieder dieser Traum. Ich sehe immer diese Silhouette. Wer kann das sein? Wie? Sagt etwas. Ich kann es nicht genau verstehen. Es ist besser zu hören als vorher, aber ich versuche mit ihm zu sprechen. Hallo? Bitte rede mit mir. Wer bist du? Ich bin Gardevoir. Gardevoir? Ich bin so froh. Endlich. Endlich begegnen wir uns. Endlich begegnen wir uns? Du kennst mich von früher? Was ist mit mir? Ich bin dein... Nein, warte, bleib noch. Ich möchte mehr erfahren. Oh nein, es verschwindet.
Sehr mysteriös, das Ganze. Was für ein komischer Traum. Es war der Traum, den ich immer habe, aber diesmal war er etwas klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon mir im Traum erscheint. Genau, Gardevoir. Es war Gardevoir. Gestern sagte Velsa. Epic Flashback. Vielleicht bin ich der Mensch, der Gardevoirs Partner war. Vielleicht habe ich damals Gardevoir im Stich gelassen, als der Fluch sie traf. Und vielleicht wurde ich deshalb in ein Pokémon verwandelt. So. Eine kühne Theorie gelassen ausgesprochen, würde ich mal sagen. Morgen, Kilian. Oh. Du bist blass, ist etwas passiert? Nun, lass uns wie immer unser Bestes geben. Oh yeah, als ich auf dem Weg hierher war, hat es so ausgesehen, als sei am Pokémon-Platz eine Versammlung. Ob etwas passiert ist? Ah, wollen wir da mal hingehen? Irgendwie hat sich die Atmosphäre der Stadt verändert. Vielleicht ist etwas passiert. Kilian, wir sollten das mal überprüfen. Da, da drüben haben sich alle versammelt. Warum wohl? Hallo, ist etwas passiert? Ich sage euch, ich war völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Was ist wahr? Die Legende von Vulnona. Ich hatte die Gerüchte ja nie geglaubt. Deswegen war ich ganz schön schockiert, als ich davon gehört habe. Kilian, Chrissy. Oh, hallo Raupi. Selbst du bist hierher gekommen, Raupi. Ja. Psst. Ruhe. Ich will hören, was der Typ dazu sagen hat. Seid ruhig. Was? Wer ist das? Das ist... Gengar? Also bin ich zum Berg der Vorzeit. Und da hörte ich es. Es war der absolute Hammer, sage ich euch. Der absolute Hammer? Dieses gewisse Pokémon sprach mit Xatu. Und dieses Pokémon, ja. Also, das sieht aus wie ein gewöhnliches Pokémon, aber von wegen. Es ist kein Pokémon, sondern ein Mensch. Was? Also ist es wahr. Ein Mensch, der in ein Pokémon verwandelt wurde. Und da ist noch mehr. Xatu hat dem Menschen erzählt, dass der Mensch, der zum Pokémon wird, das Gleichgewicht der Welt stört. Augenblick mal. Das ist doch wie in der Vulnona-Legende. Aber das ist immer noch nicht alles. Das haut euch um. Ihr wisst ja von den ganzen Katastrophen in letzter Zeit nicht. Xatu hat behauptet, die Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Und wenn nicht bald das Gleichgewicht wieder hergestellt wird... Dann wird die Welt, damit wird der Welt das Undenkbare passieren. Das hat Xatu gesagt. Was? Die Welt? Das Undenkbare wird geschehen? Was sollen wir nur tun? Dieser Gengar. Er versetzt alle absichtlich in Angst und Schrecken. Na, 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 Leute. Kein Grund zur Panik. Wisst ihr, ich denke, es gibt einen Weg, etwas dagegen zu tun, Kenge. Was können wir tun? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch, der zu einem Pokémon wurde, das Gleichgewicht der Welt stört, na, dann müsste doch alles wieder normal werden, wenn der Mensch weg ist, stimmt? Stimmt, oder habe ich recht? Das ist wahr. Wenn du es so siehst, vielleicht stimmt es ja. Und schließlich ist dieser Mensch, dieser fiese Feigling, der Gardevoir im Stich ließ, richtig? Ich glaube, der Mensch kann uns nichts vorwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist es nicht so, Kilian? Was? Das kann nicht sein. Du bist dieser Mensch? Ist das wahr, hey? Wartet. Es gibt eine Erklärung für alles. Wir fragen nicht dich, wir fragen Kilian.
Hey Kilian, also was ist jetzt? Bist du wirklich der Mensch aus dieser Legende? Ich habe eine mannigfaltige Antwortmöglichkeit, aber ich nehme die unteren Punkte, die schauen schöner aus. Kilian. Kilian. Warst du nicht zu deiner Verteidigung zu sagen, was? Tja, so sieht es aus, meine lieben Mit-Pokémon. Lasst uns Kilian loswerden und wieder Frieden finden. Was? Was ist nur in euch gefahren? Was habt ihr vor? Kilian, vergib mir. Was macht ihr denn da? Kilian, lauf! Geschieht Ihnen recht. Wow, das war vielleicht ein Schock. Ich hätte niemals gedacht, dass wir von den anderen auf diese Art angegriffen würden. Aber Kilian, warum hast du überhaupt nicht dazu gesagt? Warum hast du ihnen nicht erklärt, dass du es nicht bist? Hättest du ihnen sagen sollen, dass du nicht der Mensch aus der Legende bist? Ja, das sind beides Antworten, die ich niemals geben würde, also... Was? Du gibst auf? Was sagst du denn da? Was? Du meinst, du hast es nicht verdient, in unserem Retterteam zu sein? Was ist los? Wie kannst du so etwas sagen? Das klingt überhaupt nicht nach dir. Sag mir, was los ist. Wie? Du hattest einen Traum? Und Gardevoir kam dran vor? Und deshalb glaubst du, du könntest der Mensch aus der Legende sein? So ist das also. Das ist also passiert. Hör zu. Du hast dich nach dem Traum daran erinnert, wie du... Du hast dich nach dem Traum daran erinnert, wie du als Mensch gewesen bist? Du hast dich nicht erinnert und weißt daher doch gar nicht, was du getan hast und was passiert ist. Ich glaube an dich. Das weißt du noch. Daher... Oh. Nach dem Vorfall auf dem Pokémon-Platz hatten wir eine Stadtversammlung. Und wir besprachen, was zu tun ist, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss gefasst. Wir müssen dich loswerden. Das ist nicht dein Ernst. Ich wollte es zunächst auch nicht glauben. Ich hoffte, es würde nicht dazu kommen, doch bedauerlicherweise ist es so. Wir werden dich mit all unserer Kraft bekämpfen. Wir sollen hier kämpfen? Wir gewähren dir eine Nacht. Hä? Bereite dich vor und verlasse diesen Ort. Vom morgigen Tag an werden Retterteams aller Art auf der Jagd nach dir sein. Und sie werden dich ohne zu zögern angreifen. Und nicht nur dich. Jeder, der Kilian begleitet, wird als Feind betrachtet. Die Jäger werden euch ohne Gnade angreifen. Das gilt auch für uns. Wir werden dich ebenfalls jagen, um dich zu beseitigen. Auch wenn es noch so schwierig ist. Du musst fliehen. Flieh. Flieh und überlebe. Du musst fliehen, bis du die Wahrheit herausfindest. Simsala. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, gibt es keine Gnade. Lebe wohl. Kilian, auf seine Art glaubt auch das Team von Simsala an dich. Habe ich es dir nicht gesagt? Ich werde mir ab sofort keine Sorgen mehr machen. Was auch immer geschieht, ich werde immer an dich glauben. Selbst wenn wir von den anderen Retterteams angegriffen werden, ich werde keine Angst haben. Was hast du davon, wenn du nicht an dich selbst glaubst? Kilian. Raupi. Ich habe dir was versprochen, weißt du noch? Dass wir hier eine Basis errichten würden. Dass ich eurem Retterteam beitrete, wenn ich mal groß bin. Gib nicht auf. Du bist mein Held. Ich glaube an dich. Und, was sagst du jetzt? Schon vorbei, weiter geht's. Yeah, so ist es richtig. Das bist du. Genau das haben wir von dir erwartet. Im Moment müssen wir von hier weggehen. Aber wir werden zurückkommen. Und dann wird die Wahrheit unser Begleiter sein.